So, und damit herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play in Empire Total War mit dem Osmanischen Reich. Wir verlieren keine Zeit, denn wir haben jede Menge zu tun. Unter anderem die Eroberung Venedigs. Und Preußen bietet mir ein Bündnis an, da hatte ich ja die ganze Zeit schon drauf gewartet. Ich hätte jetzt mittlerweile auch ein Bündnis abschließen können, weil Preußen nicht mehr im Krieg ist mit den Barbaresken. Wunderbar, dann machen wir das Bündnis. Hätte ich jetzt auch aushandeln können. Man sieht es ja hier, ich kann es selber anbieten. Sehr schön. Wir sind verbündet mit Preußen. Jetzt haben wir einige mächtige Verbündete. Wir haben die Schweden, die Preußen und das Mogulreich auf unserer Seite. Und das kann sich doch wirklich sehen lassen. Das Bündnis mit den Mogulen ist gescheitert. Das ist weniger schön. Ja, wir werden das gleich erneuern. Wir haben erstmal eine Technologie erforscht. Zuvor entwickelt sich aber noch eine Stadt. So, dann gehen wir mal ganz kurz mal nach Germaland. So, hier bauen wir nämlich jetzt den Hafen. Fascherpalast. Oh, die Piraten wurden besiegt. Bestimmt durch die Franzosen oder Holländer. Gucken wir mal. Durch Preußen? Preußen hat die Piraten besiegt. Die hatten ja nur zwei Siedlungen zu Beginn. Trinidad und Tobago und die Inseln unter dem Winde. Preußen. Tatsächlich hat es Preußen geschafft. Interessant. Hat sich sonst noch was Interessantes getan? Die Briten haben die Huronen vernichtet. Ansonsten, naja, ist nicht so viel passiert. Ansonsten ist nicht so viel passiert. Baubericht. Ja, die ganzen Grundbesitze und die Eisenwerkstätten. So, der Rekrutierungsbericht ist da. Dabei verschwunden. So, in Germanland und auch in Persien. So, kommen wir in den Hafen. Ja, wir erneuern das Bündnis mit den Mogulen. Sehr gut. Können wir eigentlich mit den Briten ein Bündnis aushandeln? Nee, leider nicht. Leider nicht. Mit den Briten könnten wir uns ja sonst auch noch verbünden. Spanien. Tja, wenn die Barbaresken nicht wären, könnten wir uns quasi mit jeder Großmacht in Europa verbünden. Na, Dänemark kann mich auch nicht mehr leiden mittlerweile. Wir können denen ja mal ein Staatsgeschenk präsentieren. Hier Schmuck für 10.000. Freundliche Beziehungen. Da geht auch. Gefolgsmann. So, wir segeln jetzt erstmal nach Venedig. Ah, die Armee ist immer noch nicht aufgefrischt. Okay, dann warten wir noch eine Runde. Dann warten wir noch eine Runde, dann löse ich die Flotte wieder auf. Erstmal wollen wir euch zurück. Ja, dann dauert es noch eine Runde. Schade. So, dann rekrutiere ich hier jetzt weiter, dann wird das unsere Armee für Galizien. Braucht noch einen General. Das wird unsere Galizien-Streitkraft. So, Beliebtheit kann sich sehen lassen. Überall alles grün, außer in Anatolien. Tja, Stadtwache. Das liegt an den Technologien, die wir noch erforschen. Tja, die Region werden wir nie so richtig unter Kontrolle bringen. Emre Başkan, bir hata olmalı.
Ich kann den Agenten auch nicht eliminieren. Gut, hier haben wir noch ein bisschen Semeni. Mehr kann ich auch nicht tun. Siedlungsbefestigungen. Bauen wir jetzt auch mal in Anatolien. Da geht's. Den Briten gebe ich gar nichts. Den Ösis genauso wenig. Die wollen, glaube ich, jetzt hier seit 20 Runden von mir die Seemaschine haben. Also die hätten sie ja auch wirklich mal selber jetzt erforschen können. Mit der Zeit. Nee. Nee. Mach ich nicht. Also ich möchte das Let's Play auch so halbwegs historisch spielen und nicht mit den Osmanen. Möchte ich nicht in Amerika landen. Nein. Das haben wir nicht nötig. So, Gebäude wurden errichtet. Einheiten haben wir ebenfalls rekrutiert. Sehr schön, jetzt haben wir es hier auch grün. Ne, noch nicht ganz. Zumindest wird alles schon mal hier grün angezeigt. Dann haben wir uns nochmal dreimal Semeni, dann. Ja, haben wir hier eine schöne Semeni-Armee. In Anatolien. So, 56.000 machen wir mittlerweile. Dann geben wir erstmal hier das Gold aus. Ah, wir können mittlerweile auch unsere Militärgebäude aufbauen. So, dann gucken wir mal nach der Forschung hier, dass wir uns da mal was Ordentliches aussuchen. Hier die Lebensmittelkonservierung plus 2 Moral in Gefechten. So, der Rest kann erstmal bleiben. Ja, die Trockenlegung mit Dampfmaschinen. Bräuchten wir eigentlich nicht mehr, aber ich will jetzt hier auch an der Technologie nicht mehr so viel verändern. Wir bauen das Wesirat sowie die Artillerieakademie. Das Einzige, was dazu kommt, ist 24 Pfünder Fußartillerie, aber die ist jetzt auch nicht so viel besser als die 18 Pfünder Artillerie. Naja, was soll's. Das steht auch. So, jetzt geht's aber wirklich nach Venedig. Jetzt aber. So. Auf nach Venedig. So, die dürften uns jetzt eigentlich auch nicht abfangen. Dafür ist unsere Flotte zu stark, genau. So, Venedig hat. Und nicht gerade wenig hier, aber größtenteils eben hier Linieninfanterie, Exilanteninfanterie. Wir landen. So, wir kommen noch nicht hier direkt zum Angriff, weil uns die Bewegungsreichweite fehlt. Aber nächste Runde sind wir soweit. So, hier wird weiter rekrutiert. Haben auch einen ganz guten General bekommen. 5 Sterne. So, wie sieht es hier jetzt aus? Zufriedenheit. Ja, mit den Holländern können wir uns noch besser stellen. Da wäre das ein oder andere Staatsgeschenk vonnöten. Ja, ansonsten Russland. Kriegen die Russen noch ein Geldgeschenk. Oh, ich sehe, was passiert ist. Die Mongolen haben deswegen ihr Bündnis abgebrochen, weil die eine Invasion planen. Das ist die einzige Erklärung, die es gibt. Die haben nicht umsonst ihre Flotte mit einer Streitkraft da im Persischen Golf geparkt. Die haben bestimmt wieder ihr Bündnis beendet. Die werden immer ihr Bündnis beenden wollen und in der Folgerunde mich angreifen.
Wir gucken mal. Erstmal mein Baubericht. Bauen wir die Häfen aus. Haben die ihr Bündnis wieder beendet? Ist das jetzt hier endlich grün? Immer noch nicht. Nee, diesmal haben sie ihr Bündnis nicht beendet, aber sie hatten das vor. So, hier unsere Imame sind hervorragend. Dann haben wir hier Dullabai Musa Memis. Oh, das ist unser Schatzamtsminister. Kapitalist. Plus 2 auf Verwaltung der Schatzkammer. Na, großartig. Sehr schön. Das heißt, er hat plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7. Ja, er hat mittlerweile jetzt 7 Sterne im Schatzamtsministerium. Tja, dieses Ministerium, das kann sich wirklich sehen lassen. Also, ihr seht, was alles möglich ist. Und das bringt uns mittlerweile hier plus 8 Städtewohlstand pro Runde, plus 4% Bonus auf die Steuereinnahmen weltweit und plus 8% Bonus auf das Wachstum durch Handelsrouten. Der Minister, den wir am Anfang hatten, der hat uns minus 20 Städtewohlstand hier beschert. Das ist eine Differenz von 28 insgesamt. Muss man sich mal überlegen. Nur durch den Minister. So, hier, das meine ich nämlich. Also, was die Mogulen hier machen, das gefällt mir nicht. Die wollen mir bestimmt noch nicht sagen, dass sie in Richtung Maraten segeln oder Russland. Maraten sind sie falsche Richtung und Russland, ja, mit der Flotte kommen sie nicht nach Russland. Ja, da müssen sie den Weg über den Atlantik nehmen und über den Indischen Ozean. So, erstmal bauen wir die Gebäude aus. So. Wie gesagt, ich gucke jetzt auch nicht mehr, was für Gebäude ich ausbaue. Ich gebe das Geld einfach nur noch aus. Weil, ja, wir haben es halt einfach. So, haben es tatsächlich nochmal geschafft, das Ganze hier loszuwerden. So, dann den Rest schenken wir den Vereinigten Provinzen. Und direkt neutrale Beziehung. Also man muss nicht so ein Staatsgeschenk präsentieren. Ich glaube aber, dass diese Staatsgeschenke ein bisschen mehr Wirkung haben als diese ganz normalen Zahlungen. So. Venedig. Die haben 3 Armeen hier. Denke mal, ich weiß nicht, ob die Armee auf der Flotte auch noch eingreift. Wir werden es gleich sehen. Nee, die greift gar nicht ein. So, die haben welche Befestigungsanlagen. Ich würde sagen, wir machen es anders. Wir greifen die Armee außerhalb der Stadt an, weil ich habe keinen Bock, hier diese Befestigung zu stürmen. So, wir haben 6 Artillerieeinheiten, 4 Kavallerieeinheiten und ja, auch genug Infanterie. Trotzdem werden wir gleich feststellen, dass wir ganz schön unterlegen sind, was die Mannanzahl angeht. Wir stehen hier mit 2000 Mann insgesamt. Achso, geht sogar. Wir stehen mit 2000 Mann hier 2200 Mann gegenüber. Also es ist eigentlich ziemlich ausgeglichen. Das ist aber nur, weil ich die Stadt nicht angreife. Weil wenn ich die Stadt angreifen würde, würde hier noch die Stadtbevölkerung dazukommen. Also vielleicht noch ein paar Garnisonsinfanterieeinheiten. Und die Flotte greift auch nicht ein, also das macht es ziemlich einfach. Mich ärgert es allerdings jetzt ein bisschen, ich hätte noch eine andere Sache machen können. Ich ziehe mich nochmal zurück. Ich weiß, dass ich jetzt eine Runde verliere. Ich möchte die Schlacht nicht zweimal spielen. Ich möchte die Schlacht einmal spielen. Ich werde nächste Runde mit einer einzigen Einheit die Stadt belagern.
Und wenn ich die Stadt belagere, ich weiß gar nicht, ob die dann mit unterstützen. Das ist jetzt natürlich schwierig. Wenn ich die Stadt belagere, kommt er dann da raus? Vielleicht greift er mich auch so an. Wenn er mich mit allen drei Armeen angreift, ich hätte nichts dagegen. Ich hätte nichts dagegen. So. Hier kommen noch vier Einheiten dazu. Das heißt, ein Slot ist noch frei. Ja, nehmen wir auch hier nochmal eine Einheit. Der Beilig Janitscharen. So, Forschung läuft. Zufriedenheit passt. Komm, wir nehmen jetzt hier wirklich mal einen General. Ist ja eigentlich eine Armee, ne? Grunde ist es eine Armee. Weiter geht's. Nein. Wenn die mir ein Bündnis anbieten, mache ich's. Aber eine reine Technologie bekommen sie nicht. So, die Österreicher. Hauptsache, der darf Technologien klauen, ich darf aber meinem Agenten den nicht umlegen. Das finde ich auch schon mal schön gemacht vom Spiel. So, 60.000. Das ist jetzt mittlerweile eine richtige Herausforderung geworden, hier die ganzen Einnahmen auszugeben direkt wieder. Ich glaube, mittlerweile sind wir wirklich am Limit, also ich werde das nicht mehr schaffen. Ne? Wir bekommen zu viel Gold. Und die Befestigungsanlagen möchte ich nicht ausbauen, aus besagten Gründen. Hier haben wir noch ein bisschen was. Auch eine sehr arme Region hier, Baluchistan. Wohlhaben, wieso ist das nicht ausgebaut? KI, was hast du da gemacht? Hier haben wir auch eine große Festung. Ich sehe nichts mehr zu verbessern. Ja doch, Moment mal, ich hatte die ganze Zeit einen Imam ausgewählt. Kein Wunder, dass ich hier nichts ausführen konnte. Ich brauche natürlich den Spion. Schade. So, wir haben übrigens die verbesserten Kupferbeschläge, Trockenlegung mit Dampfmaschinen und auch den Lochkartenwebstuhl erforscht. Ja, kann erstmal weitergehen. Hier haben wir noch den Pudelofen. So. Marinekriegsschule wurde gebaut. So, noch drei Runden bis zum säkulären Humanismus. So, nächste Runde haben wir auch diese Armee hier dann. Wobei, ne, wir brauchen noch eine zweite Einheit. Dann löse ich den General mal auf. Der hat sowieso nur 3 Sterne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was brauchen wir noch? Na komm, wir nehmen mal. Nein, hat ja die Charen mit dazu. Bei Musa Memes. Geizig und sparsam. Das gibt's doch nicht. Der war doch letzte Runde. Der war doch in der letzten Runde noch hier. Nicht industrieller Revolutionär, sondern irgendwas anderes.
Wie kann der jetzt einmal geizig und sparsam werden? Das ist ja, der hatte, glaube ich, 7 Sterne. Von 7 Sternen jetzt auf 4 Sterne zurück. Hat sie ihn zurückgeworfen in die Steinzeit, ja. Das gibt's doch nicht. Oder ist er gestorben? Ist er vielleicht gestorben? Nee, das ist der. Das ist der. Der hat auch Status Quo. Nee, das ist der. Der ist wirklich schlechter geworden. Also, der fliegt ja wirklich erstmal. Plus 1 auf Schatzkammer, das heißt, die haben schon plus 2. Plus 1 auf Verwaltung. Also plus 3, plus 4, plus 5. Der hat immerhin plus 5 Sterne. Ja, gut, dann. Sehen wir mal aus. Trotzdem nicht so gut wie der, den wir vorher hatten. So, haben wir hier noch Hafenanlagen? Ne, aber Eisenwerkstätten. Das ist doch auch was. So, den Rest schenken wir den Niederländern. Oder zumindest einen Teil davon. Die kriegen zumindest ein Staatsgeschenk, ein kleines. So, und schon eine freundliche Beziehung mit den Niederländern. So, und jetzt spielen wir die Schlacht. Wir können die natürlich auch belagern, ne? Dann muss er nämlich einen Ausfall machen. Auch eine Option, wir belagern ihn einfach. Dann wird die Schlacht und der Sieg so umso mehr wert sein. Ja, den Russen, die kriegen auch noch ein Staatsgeschenk. Ja, es dauert eine Weile, bis wir da freundliche Beziehungen haben. Ich meine, wir haben die Mogulen zwar gestärkt mit Technologien, trotzdem habe ich es noch nie erlebt in einem Let's Play, dass die Maraten, ja, trotz, dass die Maraten es nicht geschafft haben, in Indien die Vormachtstellung einzunehmen. Wir können ja nach dem Ende, oder wenn wir das nächste Mal wieder auf dem indischen Schauplatz sind, mal nachschauen, ob die Maraten in der Zwischenzeit wieder eine dritte Region erobert haben. Also die haben wir wirklich, mitunter auch durch unsere Technologien, die wir den Mogulen überreicht haben, da haben wir die Maraten geschwächt. Oder die zumindest die Mogulen so weit gestärkt, dass die Maraten es in keiner Form wirtschaftlich, militärisch, technologisch geschafft haben, da irgendwie aufzuschließen. Venedig macht einen Ausfall, das wird eine etwas längere Schlacht werden. Oder machen wir es in dieser Folge? Machen wir es in dieser Folge oder nächsten Folge? Wir machen es in dieser Folge. Oder machen wir es in dieser Folge? Ja, komm. Wir machen es in dieser Folge. Denn die Venezianer, die haben jetzt nicht so viele Truppen. Er bekommt, wie gesagt, hier noch ein paar Garnisonseinheiten dazu. Bewaffnete Bürger. Relativ viel Linieninfanterie hat er jetzt hier. Und jetzt ist er wirklich überlegen. Mit 3500 Mann in etwa. Also er hat 1500 Mann mehr als wir. Ja, ein General. Und ja, wir haben eine überlegene Artillerie. Das kann spannend werden. Ich freue mich jedenfalls, denn wir können unsere Orgelkanonen jetzt hier einsetzen. Wir können unsere Haubitzen einsetzen. Das ist auch eine sehr schöne Karte hier für Artillerie. Wir haben hier einen richtig tollen Hügel. Boah. Das wird Spaß machen. Das wird richtig Spaß machen. Packen wir die dort.
Und ins Zentrum kommen unsere Oil-Kanonen. Oh ja, das wird richtig Spaß machen. So, auf die Flanken kommen unsere Musketiere. So, haben wir noch eine Grenadiereinheit. So, das erste Mal, dass wir auch mal Luken jetzt hier im Einsatz haben. So, die kann ich ja mal zeigen. So sehen die aus. Ja. Relativ edel sieht die Einheit aus. Wir können ja mal kurz lesen, was da so steht. Mamelucken sind furchtlose, leichte Reiter, also sie gelten zur leichten Kavallerie, die besonders tödlich agieren, wenn sie gegen einen wankenden oder von jeglicher Unterstützung abgeschnittenen Feind eingesetzt werden. Sie reiten auf unermüdlichen, leichten Pferden und sind mit Krummsäbeln bewaffnet. Häufig werden sie eingesetzt, um eine feindliche Streitmacht mit überfallartigen Angriffen zu stören und ihr so die Bewegung zu erschweren. Sobald sich die Schlacht voll entfaltet hat, stürmen Sie ihre Sturmangriffe oftmals mit, erstimmen Sie Ihre Sturmangriffe oftmals mit einer unterstützenden Infanterieeinheit ab, um den Feind schnell auseinanderzuschlagen und ihm noch vernichtende Schläge auf der Flucht hinzuzufügen. Traditionell waren die Mamelucken Sklavensoldaten der diversen Kalifen und Sultane des Mittelalters, die schon im Kindesalter gefangen genommen und dann im islamischen Glauben aufgezogen wurden. Um ihrem Gebieter als einer Streitmacht aus Männern zu dienen, die in keinerlei Verbindung zu einem anderen Teil der Hierarchie standen. Im Laufe der Zeit gewannen die Mameluken selbst an Macht, was sogar so weit führte, dass sie Ägypten unter ihre Kontrolle brachten. Im Jahr 1250 gründeten sie das mamelukische Sultanat, gut, das geht denn wirklich weit in die Vergangenheit zurück, ne? Ich meine, wir sind hier im 18. Jahrhundert. Dem Sultanat gelang es zwar, dank der Stärke der Mamelucken, mehrere Invasionen der christlichen Kreuzritter und der Mongolen abzuwehren, doch im Jahr 1517 wurden sie schließlich vom Osmanischen Reich überwältigt. Auf diese Weise gelangten die Mamelucken in die Dienste der erhabenen Pforte. Trotz alledem haben sie wirklich fantastische Werte für eine leichte Kavallerie. Nahkampfangriff mit 11 ist niedrig, aber da gibt es andere Einheiten, die haben noch weniger. Und 15 mit Verteidigung ist, wie gesagt, ein Wert, der schon fast an schwere Kavallerie leicht. So, haben wir noch Grenadiere. Sieht auch ganz schick aus. Die haben alle so ein richtiges Sixpack. Ja. Nahkampfangriff 14, 13, wenn man das mal mit den anderen Einheiten vergleicht, 14, 9. Also, wie gesagt, das ist halt der Grund, warum ich von Grenadieren nicht viel halte. Es sind 50 Mann weniger. Und klar, sie haben bessere Werte. Sie haben besseren Angriffsbonus, der ist um 2 Punkte besser. Und der Verteidigungswert ist um 4 Punkte besser. Wobei die Janitscharen-Musketiere jetzt hier, die Beilig-Janitscharen, auch nicht das beste Beispiel sind, weil die ja für Infanterie jetzt nicht die besten Werte haben. Ne? So, ich würde sagen, los geht's. Und ich freue mich auf meine Artillerie. Feuer. Feuer frei. Oh ja, das macht Spaß. So, mal die Infanterie. Haben wir Schaden angerichtet? Ja, die eine wankt schon, das ist eine Artillerie. Oh ja, da haben wir schon Verluste zugefügt. So, hier chargen Husaren. Sehr gut, da wird erstmal geschossen. So, die Artillerie feuert ihre zweite Salve ab. Oh, da haben wir gar keine Explosionsladungen aktiviert. Das sollten wir schon machen. So, jetzt sind unsere Grenadiere am Zug. Feuer. Sehr schön. Oh ja, jetzt geht's hier. Heiß her. Kartätschen können wir mit den Haubitzen hier nicht anrichten, aber egal.
Schießen einfach hier irgendwo in die Landschaft. Mit der einen oder anderen Artillerieeinheit sollten wir schon was treffen. Natürlich schon eine überlegene Artillerie, die wir hier haben. Ich meine, 6 Artillerieeinheiten mache ich auch ungern, aber wie gesagt, wir haben hier auch so gute Infanterie in der Armee. Da brauche ich mir jetzt auch nicht die Sorgen machen. Dann wird aus dem Karree raus. Und das ganze Feld wird zerbombt. Überall. Das ist ein bisschen ungünstig, weil die hier hinter dem Hügel stehen. So, da kommt Pikeniere. Oh ja. Alter, 20 Mann tot. Und die zweite Reihe auch noch. Oh ja. Jetzt soll er schießen. Jetzt bin ich dran. Sehr schön. Und da fliehen sie auch. So, geht immer wieder zurück. Also sieht man schon, was die Artillerie hier an Moralschaden vor allem verursacht. Das ist Moralschaden in erster Linie. So, bringt euch mal in Sicherheit. So, die fliehen auch. Kommt mal wieder zurück. Kommt mal wieder zurück. Ah, da hinten kommt Verstärkung, ne? So, die Pikeniere haben wir auch in die Flucht geschlagen. So, hier geht es denen auch gleich wieder an den Kragen. Ja, sucht euch mal irgendwelche Ziele aus. Ist ja alles da. So, da kommt eine Leibwache des Generals. Ganz im Ernst, dafür nutzen wir jetzt mal die Mamelucken. So, vielleicht können wir die sogar nutzen, um die ganze Verstärkung kalt zu machen. Wir holen mal die ganzen Mamelucken auf eine Flanke. Die schicken wir jetzt auch auf den General hier. Das ist eine Einheit meiner schönen Janitscharen-Musketiere, die er jetzt hier verfolgt. Die sollte überleben. So, und auf breiter Front haben wir jetzt hier die Venezianer besiegt. Ich würde sagen, wir formieren uns mal ein bisschen um, dass die Artillerie noch ein bisschen benutzt wird. Mit 83. Ist er genau im Karree drin. Also ich weiß nicht, ob ihm das wirklich einen Vorteil bringt. So, dann schicken wir mal Regiment zu Pferde. Aber trotzdem, krass, wie viel Schaden so ein Regiment zu Pferde machen kann. Ich habe ja das Karree sogar schon eingerichtet gehabt und trotzdem hat es nicht mehr richtig funktioniert. Aber zumindest ist der feindliche General jetzt tot. Und der Vorteil immer mit Mamelucken, sehe ich auch gerade, es sind 90 Mann, ne? Normalerweise hat eine Kavallerieeinheit ja ein bisschen weniger Einheiten, die haben 90 Mann.
Sehr gut. Haben wir auch gewonnen. So. Sieht doch ganz gut aus. So, wir schießen am besten zuerst. Ah ne, die laden noch nach. Ich bitte jetzt. So, was ist das hier für eine Einheit? Linieninfanterie, ne? Ja, ich würde sagen, die Artillerie kann jetzt mal aufhören zu schießen. Die hat ihren Job gemacht. Hätte. Sollten die eigentlich schaffen, ja, ne? So, was haben wir denn jetzt hier noch? Grenadiere, Linieninfanterie, Grenadiere, einberufene Miliz und 6-5, ne? Ah, da schießt auch meine Kavallerie, ne? Ah, hier haben mich Husaren angegriffen. Hab ich gar nicht drauf geachtet. War jetzt auch nicht so viel Schaden angerichtet. Ah, die Banken. Und da sind sie auch gebrochen. So, haben wir jetzt hier gewonnen? Immer noch nicht. Ah, die haben nicht so eine hohe Reichweite, ne? Oder doch? Na komm, es sind Grenadiere, die schicke ich jetzt mal in den Nahkampf. Dafür sind sie gemacht. Die halten einfach länger aus, weil es Grenadiere sind, europäische Grenadiere. So, und wir chargen jetzt hier. Angriff! Haben wir auch einen passablen Angriffsbonus für die Mameluken. Ach komm, wir gehen jetzt hier auch in den Nahkampfangriff. Die müssen ja sowieso erst nachladen. Sehr gut. Die wanken. Was haben wir hier für eine Einheit? Linieninfanterie. So, hier sind die Feinde zurückgeschlagen worden. Wir können nochmal hinterher schießen. Sehr gut, sehr gut. Jetzt gleich auf die nächste Grenadiereinheit. Das ist sowieso eine Miliz. Boah, die ganzen Reiter hier. Gar keine Chance. Nicht den Hauch einer Chance gegen die ganzen Reiter. Die wanken. Gebrochen. So, gleich die nächste Einheit. Im Nahkampf holen die ihre Säbel raus. Diese einberufene Miliz, die hat keine Säbel. Aber auch die dürften jetzt gleich fliehen. Jawohl. Sehr gut, die sind ebenfalls gebrochen. Jetzt ist nur noch die Artillerie da und dann war's das. Am Horizont fliehen die anderen Einheiten. Sehr schön.
knapper Sieg. So, jetzt bin ich mal gespannt, was die Artillerie noch gekillt hat. 11 Kills, 11 Kills. 7, 14 Kills. Und die Orgelkanone 65, 81. Okay, die. Da sieht man immer wieder, wie ineffektiv Artillerie doch in Empire ist. Also ich nutze sie deswegen am Anfang auch gar nicht. Am Anfang kommt es ja vor allem darauf an, effektive Einheiten zu nutzen. Und da ist Linieninfanterie immer das Beste. Artillerie kann gefährlich werden, vor allem wenn die feindlichen Infanterieeinheiten in den kartätschen Radius kommen. Und ja, im Late Game oder auch im Early Game kann es mitunter hilfreich sein, zumindest eine Artillerieeinheit in der Armee zu haben, weil Artillerie ist trotzdem sehr effektiv gegen Kavallerie und sie führt zu Moralschäden, weil natürlich diese Erschütterungen und auch diese unberechenbare Flugbahn von so einem Geschoss, das sorgt natürlich alles für eine gewisse Verunsicherung und diesen Moralvorteil, den darf man natürlich auch nicht vernachlässigen. So. Trotzdem verbleibend, es verbleiben trotzdem 1300 Venezianer, bei mir sind es 1200. Also hat immer noch ziemlich viele Einheiten. So, Bündnis gescheitert, Frankreich Maratenreich. So, wir haben die Freihandelsdoktrin erforscht. Da können wir jetzt nochmal unsere Häfen ausbauen. 10.000 kostet ja einen Hafen. Preußen ist im Krieg mit Frankreich. Ich habe gerade mal extra geschaut, weil Preußen teilt sich hier gar keine Grenzen mit Frankreich. Übrigens hat Frankreich wieder Elsass-Lothringen zurückerobert. Das liegt wahrscheinlich dann hier an der Ecke, dass die hier sich ein bisschen um diese Inseln streiten. So, wir haben ganz viele königliche Güter errichtet. So, in Ankara baue ich jetzt die verbesserten Befestigungen. Und unsere Armee für Galizien ist bereit. Die darf jetzt auch direkt losziehen. Dann bauen wir unsere Häfen aus. Das Gold reicht ja exakt für zwei Häfen. So, weg ist es. Wie lange halten die noch aus vier Runden? Dann reparieren wir jetzt erstmal noch die Einheiten. Das kostet 3000. Ja, ich würde lügen, wenn ich sage, die haben mir geringe Verluste zugefügt. War jetzt auch nicht ganz ohne. Aber zumindest haben sich die Venezianer gut um ihre Stadt gekümmert hier. Die haben hier mittlerweile 2000 Provinzwohlstand angesammelt. Da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. So, die Russen bekommen noch ein Staatsgeschenk. Immer noch feindliche Beziehungen, aber es wird schon besser. Also interessant ist, die Russen mögen mich. Aber ich mag die Russen aktuell noch nicht, ich würde das gerne ändern. Es gibt ja immer die Beziehung aus der Sicht der Fraktion. Zum Beispiel, wie gesagt, bei mir, man sieht es ja, wenn ich auf die Russen klicke, die lieben mich, aber ich hasse die Russen. Tschüss. So, der ist zum Attentäter geworden. Sehr gut. Ich könnte ihm jetzt auch eine starke Flotte aufbauen, sodass ich die Briten noch überhole, aber habe ich gar nicht nötig. Das sind ja unnötige Ausgaben und wir haben ja die Briten auch nicht als unseren Feind. Übrigens, wir haben ja grundsätzlich Zeit, diese Siegvorgaben bis 1750 abzuschließen. Wir werden das hier vor 1720 abschließen, also 20, beziehungsweise 30 Jahre zu früh. Da sieht man mal, dass wir auf einem wirklich guten Weg sind. Ich weiß noch, meine erste Empire-Kampagne, da habe ich mir so viel Zeit gelassen, da war ich echt ein bisschen trödelig. Das war, glaube ich, sogar mittelschwer oder leicht. Und da habe ich es nachher dann nicht mehr geschafft, vor 1750 meine Siegprovinzen zu erobern. Da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern.
So, wir warten jetzt hier erstmal. Dauert 2 Runden, bis die Truppen wieder fit sind. Vielleicht kommen die Venezianer aber auch mit ihrer Armee hier an Land. Obwohl, das können wir ja ganz einfach beheben. Warum habe ich da nicht gleich dran gedacht? Wir können die einfach angreifen. Das machen wir jetzt auch. Aber diesmal mit unserer schönen Flotte. Dann haben wir endlich mal ein Seegefecht hier zum Erfolg gebracht. Wir nehmen jetzt hier unsere 4 Linienschiffe erster Klasse. Und bevor ich es jetzt hier vergesse, ich sehe schon die Folge, die hat Überlänge. Ich hatte ja extra noch das Gefecht mit den Venezianern geführt. Dann setze ich hier nämlich einen kurzen Cut. Wir sehen uns das nächste Mal wieder in diesem Seegefecht. Das wäre das erste Seegefecht, was ich manuell spiele und hoffentlich dann auch endlich mal manuell gewinne. Wenn ich das nicht schaffe, dann gebe ich es wirklich auf. Dann habe ich hier wirklich jegliche Hoffnung für Seekriegsführung und Seekriegsstrategie verloren. Aber bis dahin bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.